Oh, stellt neue Sockel her. Oh, wie cool ist das denn? Verzauberung, ja. Neue Zauberung und... Was kann ich für Sie tun? Glück ist auf Ihrer Seite. Alter, ich will nicht wissen. So, was haben wir denn jetzt hier? 6 plus 6 körperlicher Schaden, 7 Chance auf kritischen Treffer, 20% Bonus auf kritischen Schaden, Eisschaden 10%, 8% Bonus auf Fernkampfschaden, 5% schnelle Bewegung, Rüstung gegen pro Treffer um 2 verringert, plus 9 Giftschaden, plus 3 Giftschaden. Oh, das ist eine Traumwaffe geworden. So, dann kann ich nämlich hier unten das Gewehr verkaufen, weil ich bin mit... Ich glaube, ich sollte hier... So, beschädigter Tief... Die Glutsteine behalte ich alle mal. Man weiß nie, ob man die zum Dingsbums brauchen kann. Warte mal, ist das das Gemeinschaftslager? Nein, dann gehe ich nämlich hier... ich würde sagen, ich gehe hier in die Mitte des Lagers und lege das einfach mal hier hin. So, was haben wir denn für Aufgaben jetzt? Dritte Ebene der Mine. Okay, das kann ich mit Herstellung der Verderbtheit. Okay, warum hatte ich gebeten, in der Nekropole ein Stück tiefen Blutstein zu finden? Was ist denn die Nekropole? Wo finde ich die denn? Vor allem will ich nochmal mit dem Typen hier sprechen. Hey. Wenn man dieses Buch liest, wundert man sich, dass der Berg überhaupt noch steht. Es besteht anscheinend nur aus unverbundenen Labyrinthen und Höhlen. Naja, bleibt mehr Schätze für uns. Ein Beispiel in einer Kammer, die von einem anderen, die von den anderen Tunneln völlig abgetrennt ist, befindet sich etwas. Fester Metallklumpen. Ich öffne ein Portal und wenn ihr den Schatz findet, teile ich den Reichtum mit euch. Ja, warum nicht? Eine Aufgabe erhalten. Ja, man merkt, dass ich viele Nebenquests mache. Das Spiel ist einfach so der Fall. So, ich werde jetzt gleich nochmal die Fenster aufmachen und gucken, ob ich mal ein bisschen Kühle hier reinkriege. Jawohl, so muss das sein. So will ich das sehen, Mädchen. Ich will eigentlich nur mit der Pistole schießen. Stärker. Die wechselt nämlich ab und zu mal die Pistolen, wenn du zwei ausgerüstet hast. So, Ruhm erhalten. Ah, perfekt. Sieht gut aus. So. Erfordert Stufe 10. Ja, hab ich doch. Ich will... Nächste Stufe 10, aber ich bin doch auf Stufe 9, ich verstehe. Gut, dann machen wir mal höheren Crit-Schaden. Warum eigentlich nicht? So, weg mit dir, du Stück achtbeiniger Müll. Bleib im Keller. Obwohl ich sagen muss, ich mag ja Spinnen. Also ich habe mit meinen Spinnen, also wenn ich mal welche im Zimmer hatte, hatte ich nie Probleme mit denen. Boah, die Pistole ist der Hammer, ey. Einfach aus dem Grund, weil die mir immer sämtliche Mücken vom Hals geschafft haben. Und ich hatte nie Probleme, dass die mir wirklich so auf den Sack gingen. Ich glaube, ich hatte wirklich in meinem Leben nur einmal eine Spinne, die wirklich dann über den Schreibtisch gekrabbelt ist, die mich ein bisschen erschreckt hatte. Aber die ist dann auch wieder sofort abgezogen. Also, Spinnen sind eigentlich coole Mitbewohner. Wahrscheinlich würde mir jetzt eine riesige Spinne als Haustiere halten. Ach komm schon, das ist Stufe 8. Und ich habe eine massiv brutale Pistole. So, was haben wir hier? Pike, Picke. Das kann weg. Feuerglutstein behalte ich mal. Schwere Handschuhe. 5 Mana.
glaube, ich brauche mehr Mana als Gesundheit. Bonus auf Geschicklichkeit, 7 Rüstung behalte ich mal, dafür muss ich Stufe 10 werden. Was haben wir hier? Gesundheit und Erfahrung, Elektrizitätsschaden und Resistenz, nein, und das kann weg. Ich mache das nämlich einfach, weil ich werde halt nur mit einem Charakter spielen. So viel Lust habe ich jetzt nicht. Wäre natürlich super, wenn man sich den Rechner teilen würde und andere Leute auch mit dem Spiel hier spielen. Das ist durchaus möglich. Dann spielt der eine den einen Charakter, den anderen den anderen und sagt so, hey, ich habe gestern mit meinem Charakter was Cooles für dich gefunden. Das ist eigentlich ganz cool. So ein bisschen schön gemacht, muss man sagen. Da lässt sich durchaus viel Potenzial raushauen. Aber wenn man das für sich selbst spielt, dann wäre natürlich geil, wenn man diese Inventare über Steam dann auch handeln könnte. Vielleicht geht das ja in der Steam-Version auch. Ich habe es ja leider nur auf Original. Ich habe es halt nur in der. Ich weiß nicht, ob es Original ist oder ob das eine extra Version ist. Aber ich glaube, damals hat man das noch nicht so gemacht. Ich habe es ja nur auf Dingsbums. Ich habe ja nur die. Oh, war das Computerbildspiele-CD, wo das drauf war, oder war das ein anderes PC-Magazin? Ich habe halt früher viele PC-Magazine gekauft, einfach um mich so ein bisschen up to date zu halten. Aber als ich dann gemerkt habe, dass die meisten Freeware, die sie da drauf verteilt haben, dass das meistens so Müll ist oder irgendwelche. Ja, nice to have, aber brauchst du eigentlich nicht. Da bist du ohne wahrscheinlich sogar glücklicher. Muss ich sagen, bin ich so ganz sicher. Verlassener Tunnel. Ach, stimmt ja, da war ja, das war ja extra Quest. Jawohl! Guck sie an, die Waffe ist der Hammer. Ich bin so froh, dass ich dieses Portal genommen habe. Ist einfach super. Hat sich doch gleich gelohnt, ein paar Nebenquests zu machen. Oh, Katze, weg da! Och man, Evoli. Nach Dara, Entschuldigung. Na gut, ist ja kein Problem. Ich kann sie ja wieder heilen. Mein Miezekätzchen. So, Stufe 10, 8 Rüstung. Das haben wir 7, aber dafür 3 auf Geschicklichkeit. Ich weiß nicht, ob ich wirklich Geschicklichkeitsbonus brauche. Verteidigung, Giftschaden 3%, aber... Jawohl, das sieht sexy aus, Lady. Wunderbar. Das rüber. Ich bin mit meiner... Ich kann nur einen Stack rüber schicken, okay. Na gut, dann... Muss es halt so sein. Ich habe ja sowieso bald nicht mehr. Ich habe ja sowieso bald wieder ein bisschen Platz. Obwohl mit der Waffe glaube ich nicht, dass ich Probleme haben sollte. So, Identifizierungsschriftrolle ist immer gut. Ich werde die Waffe. Eine Falle ausgelöst. Ja, ja, ich weiß ja. So, das kann rüber. Wunderbar. Na, Identifizierungsschriftrollen sind gut. Mit denen sind wir gut im... Ah ja, guck sie an. Kritischer Schaden ist übel. Starrer Stab. Wunderbar. Mana-Trank. Ich meine, ich werde jetzt nicht alles one-hitten, aber es läuft sehr gut eigentlich. Warte mal. Nach Tara, komm her. Er fliegt nicht besonders gern. Ich finde es ganz cool, wenn man über die, wie heißt's?
über die Monster geht, dann sieht man so ein paar Eigenschaften von denen. Was auch ein schönes Detail ist, muss man sagen, darf man sich nicht immun gegen zurückwerfen. Okay, was haben wir hier? Ach, das ist der Schatten von meinem Miezekätzchen. Ein Kurzschwert, wunderbar. Ah, Farm Together hat wahrscheinlich ein neues Event. Ich gucke mir gleich mal die Update-News von Horizon Zero Dawn an. Das mache ich so nebenbei. Mein Nachtara kriegt Probleme. Ja, ein bisschen Heilung, dann passt das schon. Es läuft nicht in das Gift rein. Patch 1.5. Okay, Known Issues, Patch Notes. Weitere Crash Fix, Net Presence Manager. Okay. Fix Crash, while the Steam SDK could crash in Italien. Okay, es ist eigentlich schon. Ich muss sagen, ganz ehrlich, zu Horizon Zero Dawn. Es ist ultra traurig, dass du ein Vollwert- und Vollpreisspiel geholt hast. Wenn du dir das holst und du einfach 5 Patches brauchst, um einfach noch, wie gesagt, es ist ja schon über einen Monat her, als es rausgekommen ist. Und du einfach immer noch mit 5 Patches raushaust, damit die Crashs, damit die Crashs behoben wurden. Das ist echt ein Armutszeugnis. Wir haben Erfahrung hinzugewonnen. Muss man einfach sagen. Ich meine, ich finde es halt gut, dass sie das machen. Na, natürlich, klar. Müssen sie ja eigentlich auch. Weil sonst könnten sie es halt so nicht verkaufen. Aber auf der anderen Seite ist es halt bei kleinen Entwicklern würde ich sagen, okay, von mir aus, die kennen es nicht anders. Oder die müssen das Spiel halt erstmal ein bisschen raushauen, damit sie ein bisschen Kohle machen und halt dann weiter dran arbeiten können, ich meine. Irgendwie müssen sie ja über die Runden kommen, aber bei Guerilla Games, ich glaube nicht, dass es da an Geld mangelt. Dementsprechend, ich bin halt enttäuscht. Ich bin halt echt enttäuscht. So, jetzt kann ich das endlich auf Maximum ausstellen. Wunderbar. Und das kann ich jetzt auch gleich machen. Nächste Stufe wird das gemacht, dann geht es nämlich höher. Ich wollte jetzt, ich weiß, ich hätte natürlich, ich hätte das jetzt schon auf 1 machen können, aber das wollte ich jetzt gemaxt haben. Die Quest habe ich fertig. Ich würde sagen, ich beende dann auch mal langsam die Aufnahme. Einfach aus dem Grund, ich bin zwar jetzt gut dabei und es macht Spaß, ne? Sieht man hier, 2 Stunden und 11 Minuten bin ich schon dran. Aber irgendwo muss man dann auch mal sagen, irgendwo muss man dann auch mal einen Cut machen. So, was haben wir hier? Schwerer Ledermantel. 10 Rüstung, aber dafür wenig, minus 4 Mana. Ich glaube, das ist mir der Tausch wert. Kann nichts mehr tragen. Nein, mein Tier ist voll. Okay, macht nichts. Mein Schreibtisch gerade vibriert, ich weiß nicht warum. Zaubertempo, ja, das ist eher was für Magier. Erhöht Feuerschaden um 3%. 5 Rüstung. Nee, ich bin eigentlich soweit ganz glücklich. So. Okay, der Gegenstand, fester Metallklumpen, war genau da, wo das Buch es sagte, richtig? Wer immer das Ding geschrieben hat, war das reinste Orakel. Hier ist euer Anteil. Danke. Ein bisschen Ruhm bekommen, wunderbar. Und dieses Teil.
Ich will mal was gucken, ob ich vielleicht doch was... Brauchen Sie etwas? Auf Wiedersehen! Warte mal, die grünen Teile kann ich nicht gebrauchen, ne? Ich probier's mal mit diesen Stäben. Die will ich mal umwandeln. Den Rest kann ich von meinem Tier verkaufen. Hallo. Jagdbogen, weißt du was? Den Jagdbogen will ich mal... So, was haben wir hier? Brennend 79, 87 Eis. Aber warum nicht? So, das kann weg. Und hier, das kann alles weg. Hauptsache fort. So, ein bisschen Kohle habe ich. Ich will mal gucken, ob ich hier ein paar Glutsteine von denen bekommen kann. Ah ne, das ist ja ein Verzauberer. Da muss ich zum Alchemisten. Okay, macht er nicht. Glanzlose Augapfel. 3 Mana bei Treffer gestohlen. 3. Oh. Plus 3 Bonus auf Attribut Magie. Alter Schwede. Das wäre hier so super. Polierte Handfeuerwaffe. Ja, die will ich aber nicht. Okay. Passt auf euch auf. Den Rest verkaufe ich einfach. Oh, der glanzlose Augapfel wäre natürlich der Hammer. Ist egal, was weg ist, ist weg. Fertig. Passt auf euch auf. Ja, es läuft ganz gut. Kann ich auch hier irgendwie speichern? Ich speichere automatisch, stimmt. So, ich würde dann sagen, bevor ich jetzt aber mit dem quatsche, werde ich hier mit der Hauptquest weiter. Ah, der hat keine Quest mehr. Ah, super. Das bedeutet, ich muss langsam mit der Hauptquest weitermachen. Was haben wir dann noch? Kampf gegen Vasaka. Dritte Ebene Mine. Wie gesagt, die beiden kann ich kombinieren. Wahrscheinlich. Belohnung, ja. Hatte ich gebeten, in den Nekropole ein Stück des Stück Todesglutstein zu finden. Ich habe keine Ahnung, wo ich Nekropole finde. Obwohl, warte mal. Das muss jetzt sein. Hey. So, verschiedenes. Stufen 1 bis 10. 1 bis 10. Kaufe ich einfach mal, warum nicht? Attribut, zurückwerfen, Resistenz. Nö. Was haben wir hier? 3 Mana getroffen. Ciao. Ciao. Super. So, die machen wir beim nächsten Mal, weil ich glaube, da findet man richtig coole Sachen. Und hier machen wir dann einfach gleich weiter. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Beziehungsweise generell dann, ne? Wird ja noch ein bisschen dauern, bis ihr soweit seid. Es sind ja schon, wie gesagt, 2 Stunden 15 Minuten. Das ist super. Gefällt mir ganz gut, das Spiel. Ich habe voll Bock. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude an dem Spiel wie ich. Und ich werde dann jetzt einfach mal ein bisschen schneiden, ein bisschen rendern. Endscreen gibt es keinen, deswegen werde ich es einfach nur schnibbeln. Und ja, schön mundgerechte 20, 30 Minuten Häppchen. Und dann schauen wir mal, wie es so ankommt, wie es so läuft. Und ich würde dann sagen, macht's gut, Leute. Haut rein. Bis zur nächsten Aufnahme. Euer Graf Wallner. Tschüss.